und schön, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Ich habe mir gedacht, ich habe schon länger keine Rezension mehr für euch abgedreht, aber ich habe jetzt in der letzten Woche so ein lustiges Buch gelesen und das möchte ich einfach mit euch teilen, möchte euch einfach ein bisschen darüber erzählen und vielleicht kann ich den einen oder anderen auch dazu anregen, das Buch selbst mal zur Hand zu greifen. Ich spreche von Auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner von Kerstin Gier und wie ihr wisst, bin ich ein richtig großer Kerstin Gier-Fan und habe bisher das Buch noch nicht gelesen, obwohl es wirklich schon ganz lange bei mir im Bücherschrank steht. Ich habe das Buch nicht neu gekauft, ich habe es auch nicht gebraucht gekauft quasi, sondern ich habe es bei einer Auktion ersteigert. Wie ihr wisst, bin ich ja auch im Tierschutz tätig und da haben wir so ein, zweimal im Jahr in unserer Gruppe so eine Auktion, wo wir dann für bestimmte Projekte oder für Notfälle einfach ein bisschen Geld zusammenkratzen. Und damit ihr auch was oder damit die Leute auch was von ihrer Spende quasi haben, machen wir immer diese Auktionen, damit man einfach auch danach was in der Hand hat, als ob man es quasi gekauft hätte. Und es ist noch für einen guten Zweck. Wenn ihr das Ganze im Handel kaufen wollt, legt ihr dafür 12,99 Euro hin und erschienen ist das Buch im Lübbe Verlag. Aber kommen wir mal zu der Geschichte, um die es sich hier dreht. Wir haben unsere Hauptprotagonistin Kati und Kati ist seit 5 Jahren mit ihrem Felix verheiratet. Aber wie das leider manchmal so ist, hat sich bei ihnen auch der Alltag eingeschlichen, die Romantik kommt viel zu kurz und Kati weiß auch gar nicht, ob das so das ist, was sie noch will. Denn mit seiner Familie kommt sie auch nicht klar und das Einzige, was ihr eigentlich bleibt, ist Felix und der hat in letzter Zeit durch seinen Job als Arzt auch sehr, sehr wenig Zeit für sie, muss ständig ins Krankenhaus, sie sitzt dann alleine da. Wenn er nach Hause kommt, ist er müde und fällt eigentlich quasi direkt ins Bett. Dann kommt noch dazu, dass sie auf einem Seminar in Berlin einen anderen Mann kennenlernt und der verursacht so direkt Schmetterlinge in ihrem Bauch. Es ist aufregend, es ist neu und Kati weiß gar nicht, was sie machen soll. Als sie dann mit Felix noch einen blöden Streit hat, ruft sie Matthias, so heißt der zweite Mann, ruft sie Matthias an und möchte sich mit ihm verabreden, möchte sich auf einen Kaffee mit ihm treffen. Und dann schlägt das Schicksal mal wieder so richtig schön zu. Kati fällt vor eine einfahrende U-Bahn und landet auf einmal im Jahr 2006, also 5 Jahre zuvor. Das Buch spielt nämlich in 2011. Sie wird im Krankenhaus wach und das ist genau ein Tag, bevor sie damals Felix kennengelernt hatte. Und dann denkt sie sich natürlich, okay, jetzt kann ich natürlich ganz ohne schlechtes Gewissen mit Matthias zusammen sein, wenn ich Felix gar nicht erst kennenlerne. Sie setzt dann wirklich alle Hebel in Bewegung, um Felix aus dem Weg zu gehen. Aber das Schicksal ist tricky und führt ihn doch immer wieder auf ihren Weg. Wie das Ganze dann ausgeht, müsst ihr natürlich selbst nachlesen. Also ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen. Ich habe das Buch, glaube ich, innerhalb von 2 Tagen durchgelesen. Und als ich damit fertig war, hat mir eine Freundin gesagt, die das Buch auch gelesen hat, schau mal, es gibt da auch ein Hörbuch dazu. Das habe ich mir im Nachhinein auch noch angehört. Und dadurch, dass Kerstin Gier dieses Hörbuch selbst gelesen hat und jeder, der Kerstin Gier kennt, weiß, wie witzig das ist, wenn sie ihre verschiedenen Dialekte raushaut, dass sie sich dieses Hörbuch damals auch nachträglich noch zusätzlich angehört hat und hat gesagt, hör's dir an, das ist das Buch mit einem Sternchen. Also das ist genauso witzig wie das Buch, aber es ist irgendwie nochmal getoppt. Gesagt, getan, ich habe mir das Ganze dann als Hörbuch noch besorgt und habe es mir dann zwischen Tür und Angel, also überall wo ich war, habe ich das Hörbuch laufen lassen, im Auto, morgens, wenn ich mich im Badezimmer fertig gemacht habe. Und einmal saß ich in der Mittagspause da, hatte die Kopfhörer auf und dann kam eine Szene, die Kerstin Gier so witzig vorgelesen hat, dass ich wirklich laut gelacht habe und meine Arbeitskollegen haben mich erstmal schief angeguckt, was denn überhaupt gerade mit mir los wäre. Also ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Ich habe das Buch verschlungen, allein das Buch, das hat mich so oft zum Lachen gebracht. Und wenn ihr jetzt gerade für den Sommer
so eine leichte Lektüre sucht, eine lustige, eine schöne, eine angenehme Lektüre, dann ist dieses Buch definitiv was für euch. Ihr lacht euch schlapp. Ich kann es nicht oft genug sagen, ihr lacht euch wirklich schlapp. Es ist so genial. Die Geschichte ist natürlich auch wunderschön. Ich hatte meinen Spaß dabei. Ich habe mit Kati gelacht. Ich habe mit Kati gelitten. Ich habe mich manchmal auch über sie aufgeregt, weil ich manche Dinge nicht nachvollziehen konnte. Aber ich bin rundum zufrieden. Ich habe dem Ganzen auch bei Goodreads 5 Sterne gegeben. Ich werde jetzt im Laufe des Wochenendes vermutlich, wenn ich es schaffe, noch eine Rezension schreiben. Aber ich möchte es einfach in die Welt hinaustragen. Das ist so für mich ein Buch, das total unterhyped ist oder unterhyped ist, wie man es auch nennen will. Ganz viele Leute kennen es nicht. Und die, die es wirklich kennen, die lieben es, beziehungsweise kann ich das jetzt auch nur von meinem Freundeskreis sagen. Aber ich möchte, dass dieses Buch in die Welt hinausgeht. Das ist völlig unterschätzt, es ist viel zu wenig gehypt und ich hoffe, dass ich mit meinem Video wenigstens eine Person da draußen erreiche, die das Buch jetzt auch zur Hand greifen will oder die das Buch auch... Und ich hoffe einfach, dass ich mit diesem Video... Wenn es nur eine Person ist, die ich erreiche, die jetzt auch Lust hat, dieses Buch in die Hand zu nehmen und zu lesen. Zum Schreibstil kann ich natürlich auch nur wieder sagen, grandios. Kerstin Giers Bücher lassen sich einfach so entspannt, locker leicht lesen. Ich hätte es natürlich auch in einem Tag geschafft, aber irgendwann musste ich dann auch nochmal schlafen. Es war, glaube ich, dann irgendwie 1:30 und morgens 5:30 geht ja der böse, böse Wecker wieder. Aber wenn ihr zum Beispiel jetzt morgens damit anfangt, könnt ihr es locker bis zum Abend durchhaben, weil die Geschichte einfach lustig ist. Sie ist spannend. Dafür, dass es wirklich, sage ich mal, eine leichte Lektüre ist, ist es wirklich spannend gemacht. Man möchte einfach noch viel länger mit Kati Zeit verbringen. Mir ging es zumindest mal so und ich hoffe, dem einen oder anderen von euch da draußen vielleicht dann auch. Wie immer setze ich euch natürlich auch den Link zum Buch unten in die Infobox. Da sind natürlich auch die Links zu meinem Goodreads-Konto, zu meinem Blog, zu meinem Instagram. Schaut da einfach gerne mal vorbei, wenn ihr mittlerweile das Gefühl habt, dass wir so ungefähr den gleichen Büchergeschmack haben. Dann seid ihr natürlich gerade über Goodreads und Instagram immer live dabei, wisst immer, was ich gerade lese, was ich davon halte. Und vielleicht können wir uns ja auch gegenseitig ein paar gute Bücher empfehlen. Ihr dürft mich gerne kontaktieren, da freue ich mich immer sehr drüber. Ansonsten würde ich sagen, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Restsonntag. Macht's gut. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen vom Junggesellenabschied von gestern erholen. Es wurde ein bisschen länger, aber es war richtig, richtig schön. Vielleicht habt ihr bei Instagram in meinen Stories ja auch gesehen, was wir gemacht haben. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt von euch. Wünsche euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!